Uiuiui, da ist die nächste. Ja, okay. Also gerade nachdem ich auch gesagt habe, ja, irgendwie wirken die Outlaws, die Morcons mehr wie Outlaws als die Outlaws. Die Dixon. Ah, guck mal, den sollen wir ja töten oder sprechen. Folgen wir erstmal unserem Questgeber so halb. Heißt, wir nehmen erstmal all den Schrott mit noch. Oh, hier oben könnten die viel, viel cooleres Zeug verstecken, aber naja. Hui. Irgendwo noch Ratten? Nee. Nicht trödeln. Manche der Wachen sehen es nicht gerne, wenn du einfach in die verschiedenen Bezirke spazierst. Also verhalte dich angemessen. Kann ich auch in der Arena kämpfen? Du meinst, obwohl du kein Morcon bist? Hm, das kommt selten vor. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Arenameister steht gleich dort hinten. Komm mit, dann kannst du ihn selbst fragen. Halt, ich habe noch eine andere Frage. Wenn es dir erlaubt, hier zu kämpfen, würde ich dich bitten, es nicht jetzt zu machen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Eigentlich schon. Im schlimmsten Fall gehst du drauf und ich muss das dann irgendwie Khan erklären. Ich warte hier auf dich. Irre ich mich oder warst du noch immer nicht in der Arena? Nein, aber mein Wille ist ungebrochen. Ich will endlich raus. Bist du denn bereit dafür? Zarina hat mir ihren Segen gegeben. Ravak ist auf meiner Seite. Wenn du glaubst, das reicht, dann gute Nacht. Das Viehzeug erledige ich im Handumdrehen. Gut gebrüllt. Mal sehen, ob am Ende noch etwas von dir übrig ist. Ob sie sich damals jetzt genauso nicht gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Zerstöre die Ketzer bis zur absoluten Unkenntlichkeit. Wo genau ist denn der? Hallo? Oh, hier weit gestohlen. Waffenhändler. Leben in Stillstand. Leben in Stillstand, Bruder. Waffen. Ja, zeig mal her. Nein. Was? Nein. Fremde bekommen bei mir nichts. Du musst Kohle machen, Junge. Ach, alles. Außenseiter hast, ne? Hast du sie noch alle? Ich wollte nur testen, ob das Schloss auch diebstahlsicher ist. Ist es nicht? Sieht schön aus, was da drin liegt. Aber ich würde niemals... Ah, guck mal da oben. Wird voll beobachtet. Aber hier sollte man mich doch eigentlich nicht sehen. Ja. Dieses Auge. Mach jetzt kein Auge, Bruder. Eine Truhe. Mal ein leichtes Schloss. Schrottpatronen, jawohl. Ja, der sagt gleich, ich sehe dich. Hör auf zu kriechen. Und hier wäre es auch wieder gestohlen. Naja. Oh. Noch eine Ratte. Für die Säuberung. Wo ist denn die Leiche? Ach, da. Leckeres, kränkliches Rattenfleisch. Deine Truhe hier oben. Machst du dir in die Hosen? Ich habe mich so hart eingeschissen, Junge. Nanu, was sehen meine müden Augen da? Ein Streiter der Außenwelt in unserer Grotte? Seltsam. Anscheinend stimmt es, dass die Welt draußen Kopf steht. Hat es sicher eine weite Reise. Ende. Was tust du hier? Ich beurteile jene, die nach draußen wollen. Und wie sieht diese Beurteilung aus? Nun, im Gegensatz zu dir waren viele unserer Leute niemals auf der Oberfläche. Wer die Gefahren nicht kennt, wird von ihnen übermannt. Darum haben wir die Arena ins Leben gerufen. Aha, und eure Gefangenen müssen als Gegner herhalten, nehme ich an.
Was? Nein. Aus ihnen machen wir gehorsame Streiter Ravaks. Die Kreaturen sind unsere Gegner. Nur wer sich gegen sie behauptet, darf die Grotte verlassen. Und wer es nicht schafft? Bleibt hier, in Sicherheit, sofern er noch lebt. Wer scheitert, ist meist nicht mehr an einem Stück. Die Frage stellt sich also nur selten. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Sag, warum bist du hier? Ende. Ich will in der Arena kämpfen. Du? Woher weißt du überhaupt von ihr? Dimitri, er hat mich hergeführt. Das sieht ihm ähnlich. Das Privileg, in der Arena anzutreten, wird von mir vergeben. Nur sehe ich keinen Sinn darin, dein Können auf den Prüfstand zu stellen. Du kommst von draußen und kennst bereits die Gefahren. Warum sollte ich dir gestatten, zu kämpfen? Weil wir lebensgefährlich sind? Mich interessiert die Herausforderung. Eine Frage der Ehre also. Das gefällt einem alten Kämpfen wie mir. Aber ich muss dich enttäuschen. Derzeit sind keine Kämpfe möglich. Uns fehlen die Kreaturen. Für gewöhnlich fangen Venyas Leute die Biester ein. Da aber in letzter Zeit kein Nachschub eingetroffen ist, scheint es da Probleme zu geben. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, komm später wieder. Dimitri wartet sicher auf dich und ich habe es nicht gern, wenn das Tor unterbesetzt ist. Ravak mit dir. Das war gut. Mit dir. Wo läuft er denn jetzt? Schlafen? Der schnellste Dieb im Wilden Westen, sag ich ja immer. Nochmal 200 Elex. Hey, er geht wirklich schlafen. Hat jetzt einfach gewartet, bis... ...bis wir mit ihm gesprochen haben. Wie nett. Oh, da ist ja noch eine Truhe. Okay. So, beschädigter Zermalmer. Zu einfach. Dankeschön. Schön weiterschlafen, mein Freund. Schön weiterschlafen. Und du nicht. Du der schläft nicht. Cool, check mir mal kurz die... hier ist dann das Arena-Gebiet. Mir fehlt noch hart eine Karte hier. Ja, Offenverse. Hallo. Schmeiß mal ein paar Monster rein, bitte. Hier unten verliert mir ja voll das Zeitgefühl. Ah, cool. Also der Arena-Aufbau gefällt mir voll. So eine Arena, wo man dann von... wo man oben stehen kann. Dann von oben runter gucken. Warum hier jetzt noch so eine Anhöhe ist, keine Ahnung. Also die hätten das... Gitter entweder höher setzen können oder den Boden tiefer. Weil wenn du dich so nach vorne beugst, dann fällst du ja voll auf das Gitter. Ist ja dann voll umständlich, da wieder rauszukommen. So, einfach eine Truhe voll mit Stuff. Sag ich nicht nein. Mir kommt es aber auch vor, dass echt relativ wenig Quests hier in den Städten sind. Das hat halt wirklich, wirklich wenig NPCs. Also wichtige NPCs, die jetzt nicht Wache sind. So, wir können weiter.
da bist du ja wieder. Können wir weiter? Hättet ihr mich eingesperrt, wenn ich nicht freiwillig hier gewesen wäre? Das kommt ganz drauf an, ob du einem unserer Abwerber in die Finger geraten wärst oder nicht. Aber ja, das hätte passieren können. Ich habe früher selbst bei den Käfigen gearbeitet. Komm, ich zeig dir mal meine alte Arbeitsstelle. Ach, haben wir so viel Zeit. Als Nicht-Morkon muss dir das ungewöhnlich vorkommen. Kann man so sagen. Wenn eine Arbeitskraft fehlt, ist der Stillstand gefährdet. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine neue bekommen. Wir erschaffen sozusagen neue Morkons und bringen ihnen alles über unsere Art zu leben bei. Wir holen sie aus ihrem erbärmlichen Dasein und integrieren sie in unsere Gesellschaft. Auf dass sie unsere Werte annehmen und als echte Morkons wiedergeboren werden. Aber ich rede zu viel. Was soll das heißen? Es gibt nichts. Ich kann's nicht ändern. Du weißt besser als jeder andere, dass Gott dir zu verschenken hat. Deswegen habe ich ja auch dich willst geschickt. Willst wohl doch keinen Ärger, was? Er macht keine Ausnahmen, auch bei mir nicht. Ob die Gefangenen tot oder lebt. Du hast hier nichts verloren. Okay, red weiter. Du hast hier kluge Entscheidung, Junge. Siehst du? Und ehrlich gesagt, hat er recht. Was kümmert dich ihr Schicksal? Hast du vergessen, was auf dem Spiel steht? Warum versuchst du es nicht beim Versorger? Das habe ich. Gleiches Ergebnis. Ich kann dir jedenfalls nicht helfen. Halt mich in Zukunft raus. Rückenprobleme? Du hast hier nichts verloren. Verschwinde. Okay, ich glaube, man sieht uns. Kluge Entscheidung. Das ist besser für dich. Glaub mir. Alexei, was geht? Leben in Stillstand. Servus. Fremde besuchen die Käfige nur selten. Aber tu dir selbst einen Gefallen und komm später wieder. Wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich alle Hände voll zu tun. Ach, dann machen wir halt unsere Führung erstmal weiter. So, ich meine, wenn wir schon bei den Morkons sind, muss man ja hier ein bisschen auch was von den Sehenswürdigkeiten. In den Käfigen leben entführte Menschen. Natürlich. Wo sollen sie auch sonst leben? Viele, die hier ankommen, begreifen nicht, dass wir nur versuchen, sie zu retten. Aber irgendwann verstehen sie es alle. Unser System funktioniert. Es hat Regeln. Der Stillstand sorgt seit über 100 Jahren dafür, dass wir überleben. Wir haben den Einschlag überlebt. Wir haben Generationen der Isolation und der Aufstände überlebt. Und wir werden auch die Bedrohung dieser komischen Türme überleben. Der Weg der Morkons ist der einzig richtige. Welp. Lass uns weitergehen. Alles klar. Als letztes kommen wir zum Herzstück der Grotte. Der Wohnbezirk ist für viele von uns ein heiliger Ort. Ein Ort der Ruhe, der Einkehr. Komm, Bulli, lass uns einsperren. Wenn wir uns mal gehen lassen, dann nur im Keller bei Gosta. Oh, der sieht nicht mehr so fit aus. Oh, der auch nicht. Und der auch nicht. Die Ratte, die allerdings schon. Oh. Nee, nicht gefangen. Warum sind die Gefangenen so stark? Okay, wir müssen die Ratten mit dem Bogen machen. Das ist ja... sind unsere erschaffend. Erschaffend ist nicht mehr konstruktiv, ne? Ich habe zu tun. Oh Gott, unser Rattentöten hat uns schlecht gemacht. Naja, passiert. So. Jetzt aber weiter. Ja, ja, chill, chill, chill. Schrott, yes. Das hat mir in meiner Sammlung von Schrott noch gefehlt. Anweisung, Beute, gut. Ah, wir sind wieder am Eingang. Ein Kreislauf, ist es einfach. Tja, wenn wir die Uhr nehmen, gibt es keine Pause mehr.
Und dann müssen die länger arbeiten. Muhahaha. Ha. Aha. Hamu. Der große Kahn möchte nicht gestört werden. Hinfort mit dir. Ach so. Sorry. Hey, was machst du da? Du bist doch wirklich nicht ganz. Hey, 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 das ist ja ein Behausen. Aber die sehen uns. Hallo? Hi. Ach, ruhig. Tödlich sein. Ruhig weiter schlafen. Nicht zu weit zurück. Kann ich hier sneaken? Nein. Kränkliche Ratte! Nicht, dass sie hier noch die Pest oder so. Gefüllte Ratte. Wir werden auch wieder anscheinend gesehen. Aber anscheinend auch nicht. Reaktion aus Rattenfleisch. Lecker. Oh ja, Kaffeebohnen, stimmt. Da war ja was, was wir sammeln mussten. Das war wohl nichts. Oh. Du schleichst besser woanders herum. So. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Okay, warte. So. Und eins, eins, eins. Rückenprobleme? Wir haben gerade richtig krasse Rückenprobleme. Jo, geh mal. Oh. Mein Rücken. Hey, leg dich doch schlafen. Ist doch spät. Du hast hier nichts verloren. Das war super unspektakulär. Das ist besser für dich. Glaub mir. Hau bloß ab. Na, Bulli, geh mal aus dem Weg jetzt. Komm. Sag an. Ich weiß nicht, warum wir manchmal rollen und manchmal nicht. Bulli! Irgendwie. Nein, Bulli, geh mal weg. Vielleicht nicht genau in den Gang, wo ich ausrauben will, Junge. Du Idiot. Schlechter Zeitpunkt. Na bitte, endlich kapierst du es. Wer sieht uns denn? Er gerade. Schlechter Zeitpunkt. Du hast hier nicht. Hau bloß ab. Junge, geh schlafen. Kerle wie du bekommen bei mir nichts. Und warum? Da kommst du schon noch drauf. Du hast hier nichts verloren. Hau bloß ab.